Bist du ready? Auf jeden Fall. Okay. Selbst? Drei Mark. Ja. Ich bin ready. So, ne? Einfach nur, damit du dich auch gewertschätzt fühlst. Ja. Danke. Drei Mark Clip Skills, let's go. Okay. So, Olli. Ja. Letztes Mal hast du ausgepackt. Ich packe aus. Okay, währenddessen werde ich ganz kurz mal sagen, wer uns hier die Sendung hat zukommen lassen. Das war der liebe Fabian alias Clipskills oder Clipskills alias Fabian. Sehr guter Freund von uns beiden. Sehr talentierter Fotograf und Videograf. Und ja, das legt natürlich die Messlatte, da wir ihn kennen, umso mehr auch direkt schon mal hoch. Und ich bin gespannt, was Fabian sich überlegt hat, was er uns hat zukommen lassen. Ja. Und ja, lass dir gerne den Vortritt. Okay, wir haben hier, wie gesagt, drei Bilder. Wir fangen mit dem ersten Bild an. Langzeitbelichtung. Wenn ich solche Bilder sehe, denke ich, Olli, vielleicht soll ich es auch mal ausprobieren. So mache ich nicht. Ich weiß, das kostet halt Zeit. So, und das ist meistens abends. Abends bin ich meistens zu Hause. Aber trotzdem sollte man das mal einfach machen. Mega cooles Bild. Tolle Farben. Rot, Gelb, Grün. Zieht sich auch fast in der Langzeitbelichtung hier so wieder. Das Graffiti. Also ich finde, das Graffiti unterstützt das Bild durch die ganzen Farben. So. Deswegen würde ich es auch nicht irgendwie schwarz-weiß machen oder so. Was haben wir noch hier? Langzeitbelichtung. Auch hier, weiß zieht natürlich schnell den Betrachter, aber es ist relativ wenig weiß ja. Hier. Ne? Das hält sich alles noch so ganz gut die Waage, finde ich. Hast du immer weiß? Du hast immer weiß bei Langzeitbelichtung. Ja. So, ne? Ich meine, Autos haben halt das Frontlicht. Ja, genau, ja. Klar. Und ansonsten, nee, alles cool. Was ich vielleicht, wo ich sofort so denke, womit ich ein kleines Problem habe, ist irgendwie bei Langzeitbelichtung im Hochformat, weil die Autos fahren ja von links nach rechts und irgendwie so ist das für mich eher so ein Querding. Aber ich weiß, warum er hochgenommen hat, wahrscheinlich wegen der Säule, ne? Wegen der Graffiti-Säule hier so. Genau, mich würde interessieren, ey, wie würde es denn quer aussehen? Natürlich jetzt irgendwie komisch, das so hinzulegen, das macht keinen Sinn. So machen, ne? Ah, genau, wenn wir das mal so ein bisschen zumachen, ne? So ein bisschen quer. Auch was. Ne? Guck mal, dann, ein bisschen, so ein 16:9 Look ja, oder so. Ja, genau. Könnte auch cool aussehen, dann hat man mehr drauf. So. Und trotzdem wäre die Säule noch völlig in Ordnung. Aber weißt du, mein Blick folgt diesen Streifen und auf einmal fängt er hier an und endet schon da. So zu wenig Spielraum für mich. Aber sonst cooles Bild, coole Farben. Finde ich gut. Ja. Mit mir macht das Bild auch direkt was, weil ich die Location einfach kenne. Das ist da an der Orangenkiste. Halt mitten in Bielefeld und ich finde es halt einfach cool, wenn wir gehen da jeden Tag lang und dann kannst du halt solche Bilder da kreieren, die du so eigentlich gar nicht siehst, wenn du da lang gehst. Das finde ich erstmal mega, so Stichwort Storytelling, hast du voll drauf. Des Weiteren, was ich sehr gut finde, du hast hier so eine Art Vignette hier oben. Ne? Also hier ist es ja total abgesoffen, nennen wir es, ne? Im Sinne von, da ist keine Zeichnung mehr drin. Finde ich stark, gibt dem Ganzen so einen Rahmen. Und auch so hier diese Symmetrie in diesen Verstrebungen finde ich auch ganz stark so. Ja, Farben hast du schon angesprochen, sind cool. Dieses leicht grün, dieser leicht grünliche Look, der hat auch was, den haben wir auch nicht so oft. Passt gut zu der Ampel und so weiter. Ich tatsächlich finde es gut, dass du Hochformat genommen hast. Weil ich es auch mag, einfach mal mit einer Regel zu spielen. Das ist ja halt irgendwie, jeder nimmt quer, mach doch mal hoch. Wie sieht das dann aus? Ne? Und was ich mir gut hätte vorstellen können, noch so eine etwas tiefere Position einzunehmen damit und vielleicht auch so ein bisschen nach hinten zu gehen, dann hast du noch mehr Tiefe im Bild und nimmst die Streifen nochmal irgendwie so in deinen Blick rein. Hier ist es eher so ein bisschen, ich will es nicht platt nennen, aber da fehlt mir so ein kleines bisschen die Tiefe. Die Tiefe würdest du bekommen, wenn du der Straße noch so ein bisschen folgen würdest. Ist das verständlich? Ja, ich glaube schon, auf jeden Fall. Ne? Also vielleicht hier hingehen zu diesem Pöller. Diesen Pöller auch vielleicht noch als Vordergrund nutzen. Da hast du direkt auch noch einen Vordergrund, Hintergrund, Mittelgrund. Das wäre stark. Trotzdem, das ist halt ein echter Clip-Skills. Ne? Voll. Und voll cool auch hier, dass hier anscheinend einer vor der Säule vorbeigefahren ist. Genau. Ne? Also was für eine Dreidimensionalität dieses Bild auf einmal bekommt. Voll. So. Und so Kleinigkeiten hier, dieser Stern ist auch mega geil. Ne? Der ist irgendwie obwohl es eine Langzeitbelichtung ist. Ja, ne? Genau. Ich würde vielleicht nur noch so, das sehe ich direkt, diese Flecken hier, ich hätte die weggestempelt, weil ich glaube, das ist nichts Künstlerisches. Das sind einfach vielleicht Sensorflecken oder auf dem Objektiv. Nee, Sensorflecken sind das nicht. Nee, das sind eher Dots. Ja, Sensorflecken sehen anders aus. Also Dots, was meinst du damit, auf dem Objektiv oder was? Ja, Fabian, vielleicht sagst du uns das. Du weißt es eh, was es ist. Ich glaube, dass es halt diese sogenannten Lensflares sind irgendwie. Ja, aber so verstreut. Also ich glaube, ich kenne das. Sensorflecken sind das nicht. Ja, okay. Sensorflecken sehen anders aus. Die sehen irgendwie so ein bisschen wie so ein matschiger Punkt oder okay, so aus. Okay. Aber gut. Okay, kann sein. Ich bin jetzt auch nicht der Technik-Experte. Wie gesagt, ich hätte das weggestempelt, weil das irritiert mich doch irgendwie. Ein kurzer Hinweis noch. Es ist technisch halt überragend. Ne? Ja. Also Schärfe geht nicht besser, glaube ich. Ja, aber gut. So kennen wir ihn auch, unseren Fabian, oder? Voll.
Voll cool. Nächstes Bild? Ja. Querformat. Da fange ich jetzt mal an, weil Gerne. Das macht direkt was mit mir. Ich kenne diesen Menschen nicht. Es ist ein Mann, das ist ein cooler Typ erstmal. Er ist bärtig, er hat Falten, er lacht oder er wirkt erleichtert. Es ist ein positives Bild erstmal. Der Mann, dem geht es irgendwie gut, glaube ich. Vielleicht sieht er was. Und gleichzeitig ist es sehr dunkel, das Bild, was halt so die Stimmung so ein bisschen kontrastiert. Das gefällt mir richtig gut. Du hast einen richtig coolen Schnitt benutzt. Das ist so mindestens 16:9, wenn nicht noch cinematischer, so nenne ich es jetzt mal. Ja. Das, also es ist wie ein Kinofilm, so als wenn ich gerade im Kino sitze und da ist halt gerade hier irgendwie so ein krasser Schauspieler. Ne, also gefällt mir sehr gut. Mir gefallen die Bubbles auf jeden Fall im Hintergrund. Ne, also das ist ja irgendwie das Bouquet, da hinten sind Lichter. Könnte in einer ähnlichen Szenerie stattgefunden haben wie das da. Fabian ist auch oft so am Nummer zum Platz. Wer das kennt in Bielefeld, das lohnt sich auf jeden Fall mal dahin zu gehen. Viele coole Typen. Vielleicht kennt er ihn, vielleicht hat er ihn auch gefragt. So, hast du Bock auf ein Foto? Ich denke, er kennt ihn. Genau, was eine Sache, also Storytelling mal wieder super geil. Dieses Ohr hier ist mir so ein bisschen zu viel. So, da hätte ich, glaube ich, ein bisschen abgedunkelt. Weil es halt schon sehr auffällt. Und das tut halt, weil die Bildaussage findet hier statt. Da kann man mit einem Verlaufsfilter oder einem Pinsel halt so ein bisschen das Licht runterziehen. Ihr wisst, ich bin kein großer Nachbearbeiter, aber das eine oder andere kann man machen, um den Blick auch zu lenken. Ja. Aber sonst, top. Nee, der Begriff cinematisch passt perfekt hier. Ich dachte mir noch so, schade, dass die Ränder hier weiß sind, weil die hätten schwarz sein müssen. Ich glaube, dann würde es halt mega cool aussehen. Also, wenn es einfach ein bisschen dunkler hier wäre, ne? Also dann, ja, dieser Kinolook. Ich denke auch, dass er ihn kennt, weil dieses Vertrauen, was ich so in dem Blick sehe, der dem Fotografen irgendwie geschenkt wird, das Vertrauen, das dem Fotografen geschenkt wird, mega cool, diese Freude. Also echt einen tollen Moment, tollen Blick eingefangen. Emotion pur, Freude, er guckt nach draußen. Auch, ja, einfach dieses Vertrauen, ey, du machst schon ein cooles Foto von mir. Finde ich cool. Auch der Typ selber, einfach super fotogener Typ so. Wie gesagt, könnte irgendein Screenshot aus einem Film sein. Voll. Vielleicht hat er ja nicht mal gemerkt, dass Fabian ein Foto gemacht hat. Vielleicht. Das wirkt so unglaublich echt. Also entweder großes Vertrauen oder halt einfach so ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Ja. Und Storytelling, weiß ich, vielleicht sieht er gerade so irgendwie dieses eine Geschäft, wo er als Kind immer mit seinem Freund immer einkaufen war. Oder irgendwie sowas. Also man kann da viele reininterpretieren. Scheiße. Aber diese Freude in den Augen, ey, finde ich mega. Und auch wie das Licht so ein bisschen kommt. Hier, man sieht den Bart noch so ein bisschen. Voll die Gänsehaut. Ja. Voll cool. Denk, vielleicht auch irgendwie, vielleicht trifft er irgendwie seine Jugendliebe wieder oder so. Ja. Ne? Und das sind Bilder, liebe Freunde. Ne? Also klar, Tiefe kann man technisch erzeugen, kannst du aber halt auch über Storytelling erzeugen. Bin ich ein großer Freund von. Ja, voll wichtig. Cool. Cooles Bild. Eins haben wir noch. Oha. So, wow. Das ist jetzt mal eine ganz andere Nummer. Ne? Ich leg das mal so ein kleines bisschen hoch hier. Ja, ja. Genau. Also diesen Spielraum haben wir bis hierhin, meine ich. So. Ja, okay, gut. Auch hier wieder Storytelling. Da muss ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Das ist eine alte Dame, die für mich erstmal sehr attraktiv ist. Und was ich sehr gerne an dem Bild mag, ist, ich habe jetzt einfach angefangen, das ist okay für dich? Ja, ja, voll. Also, was ich sehr gerne mag, ist, dass sie nicht direkt in die Kamera schaut. Ihr Blick geht so ein bisschen in die, ich nenne es jetzt mal Ferne. Egal, was hier jetzt ist oder nicht, für mich ist es die Ferne, weil ich halt einfach nicht weiß, was da kommt. Du hast die Augen super scharf, das sind ganz tolle Augen. Das Licht fällt in die Augen, ne? Man sieht diese blauen, stahlblauen Augen, ganz toll. Eine sehr edel gekleidete Frau. Ich finde es auch gut, dass du nicht mit so einer krassen Offenblende offensichtlich gearbeitet hast, weil du hast hier im Grunde gute Schärfe. Ne? Ja, also gefällt mir sehr gut, vom Bildaufbau auch das Bild. Eine Kleinigkeit. Ich glaube, ich hätte den Hautton ein bisschen anders bearbeitet, weil das ist schon sehr rötlich. Da kann man, ich mache das, wie gesagt, ich bin kein Techniker, aber ich gehe dann immer bei Lightroom in diese HSL, ne? Kennst du ja? Ja, genau. Und dann halt den Rotregler in der Sättigung vielleicht ein kleines bisschen runterziehen und schon hast du noch einen anderen Look. Schwarz-Weiß wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, unabhängig davon. Wenn wir beim Regler sind, HSL und so Tonung, ne? Man kann ja auch die Pipette nehmen und direkt aufs Gesicht sozusagen klicken, weil man dann wirklich diese ganzen Töne hat, die im Gesicht sind. So ein bisschen vielleicht die Saturation, die Sättigung so ein bisschen runterziehen. Genau, aber sonst tolles Bild. Voll. Also auch sehr unterschiedlich vom anderen Stil. Ich hätte so ein Bild gar nicht erwartet jetzt, nachdem ich die anderen gesehen habe. Und ich finde das Bild auch super toll. Was für ein tolles Charakterporträt von einer alten Dame,
die anscheinend genau weiß, wie man sich zu kleiden hat, weil auch wegen den Farben, ja, du siehst blau in ihren Augen, du siehst rot, ihre Haare so eher ins Rötliche, auch dieses Braun hier und dann dieses Weiß. Tolles Licht, tolles Fensterlicht, sehr, sehr wahrscheinlich. Und das ist auch super wichtig bei den Augen, dass da diese Reflexion drin ist. Deswegen finde ich es immer so cool, weil wenn da irgendwie kein Reflex in den Augen ist, dann ist das Auge für mich irgendwie tot. Es sieht so aus, es wirkt so tot. Leblos, und, ja. Und hier dieser Blick, sie guckt, obwohl sie schon so viel hinter sich hat, guckt sie irgendwie so in die Zukunft. Und oder der Blick, als ob sie in die Vergangenheit schaut, aber sie schaut ja nach rechts. Ne? Also irgendwie echt ein sehr interessantes Bild. Für mich ist es gar nicht, also ich glaube, sie schwelgt in Erinnerungen. Ich glaube, das ist wie so ein Film, der irgendwie hier vor ihrem geistigen Auge abläuft. Ja, ja. Vielleicht hat sie auch irgendwie Geburtstag, vielleicht ist es ihr 70. Geburtstag, 75. Vielleicht kommen gleich die ganzen Gäste oder so. Genau, und sie geht noch einmal alles durch. Ja. Oh, ich habe schon wieder eine Gänsehaut. Ey Fabian, das ist das beste Zeichen, wenn du mit deinen Bildern Gänsehaut erzeugst, dann hast du für mich alles richtig gemacht. Das ist so ein tolles Porträt. So toll. Props. Richtig cool, Fabian. Cool, das war's auch schon. Ja, drei Bilder. Hey, super. Hier, wir können die nochmal im Schnelldurchlauf. Super, cool. Cool, vielen Dank. Fabian, ja, Clipskills, a.k.a. Fabian, danke für die Prints. Wir haben uns sehr gefreut. Hoffen, ihr konntet auch irgendwas für euch mitnehmen, da so unsere konstruktive Kritik vielleicht für euch so ein bisschen übernehmen, überarbeiten. Und ja, sagen... bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Bock bekommen habt, eure Prints auch an uns zu schicken, die Adresse vom Werkraum findet ihr in den Shownotes. Yes. Und wir freuen uns über jede Prints, die hier ankommen im Werkraum. Auf jeden Fall. Und würden sagen, bis zu den nächsten Prints, die wir uns anschauen. Wir bleiben dabei. Bis bald. Ciao. Tschüsschen.